Hallo, meine Lieben, da ist ja euer Uwe. Keine Angst, das wird also kein Poolstream in dem Sinne, wie man das ja gewohnt ist auf anderen Netzwerken. Und es wird auch kein Fitnessstream. Nein, auf gar keinen Fall. Aber heute geht es um die Reaktion auf die Reaktion der Reaktion. Und wen das interessiert, der sollte dranbleiben. Heute wieder mal ein Reaction-Video auf die ganzen Reaction-Videos. Wie ihr ja wisst, wir haben ja alle das Video von unserem lieben Fritz Meinecke kritisiert. Wir haben reagiert. Commander Krieger hat reagiert, ich habe reagiert. Und natürlich der liebe Robert Lehmann hat dann natürlich auf diese Reactions wiederum reagiert. Und ich denke mir, es ist genug jetzt mit der ganzen Reaktion. Und deswegen mache ich hier nochmal so für mich mein kleines Abschlussvideo über diese ganze Geschichte. Für die, die da nicht so ganz wissen, um was es geht. Der liebe Fritz hat ein Video gepostet mit dem Titel Höhlentauchen und 26 Meter und da waren also so ein paar Dinge nicht so ganz, wie sie sein sollten, wie sie den Standards entsprechen. Der Robert, also sein Freund und Tauchpartner, hat das natürlich dann aufgrund des Commander Krieger Reaction Videos dann richtig gestellt und das hat sich natürlich diese Tauch-Community angeschaut. Das Tolle, was ich daran gesehen habe, ist aber, dass die Tauch-Community aufgewacht ist. Jawohl, die Tauch-Community war da und hat natürlich diese ganzen Videos, diese ganzen Reactions sich angeschaut und natürlich reagiert. Denn, wie der liebe Robert das so schön sagt, die Tauch-Community ist... Also die Tauchszene ist eine schwierige, eine empfindliche, eine schwierige Szene. So. Und wenn dann natürlich Anfänger Fritzchen kommt und so ein Video rausknallt, dann rabbelt es in der Kiste. Als das rauskam, also als ich das gesehen habe, als es online gestellt hat, da habe ich es zum ersten Mal übrigens gesehen, dachte ich, ja, kann man machen. Ich kenne die deutsche Tauchszene einigermaßen und dann dachte ich, jetzt lehne ich mich mal zurück und guck mal, was passiert. So. Ja, und das ist auch eine geile Beschreibung für das Ganze. Aber, liebe Leute, ich muss euch sehr ehrlich sagen, ich meine, ich habe auf meinem Video auch richtig ganz viele Aufrufe bekommen. Ich habe auch ganz viele Kommentare bekommen, also in meinen sozialen Netzwerken bestimmt über 200 Kommentare, die 95% sehr, sehr, sehr positiv waren, ohne viel Hate, ohne negative Kommentare. Also nochmal danke dafür. Also es waren sehr, sehr viele positive Kommentare. Und das zeigt mir doch, dass es immer noch funktioniert, dass man also auch positiv kritisieren kann, argumentieren kann und seine Argumente loswerden kann. Also das fand ich richtig toll und dann nochmal danke dafür. Ja, klar ist so einiges nicht so gelaufen, wie es sein sollte bei dem lieben Fritz Meinecke. Und auch hier hat Robert eigentlich alles in einem Satz gesagt. Es hagelte es Kritik und die ist an dieser Stelle, ich sage es jetzt ganz eindeutig in die Kamera, berechtigt. Ja, und das sagt alles, oder? Ich meine, das sagt einfach alles. Klar, jetzt nochmal bei mir zum Abschluss. Ist natürlich klar, dass jemand wie Fritz, der in der Öffentlichkeit steht, der über 1 Million Abonnenten hat auf seinen YouTube-Kanälen und in den anderen Social-Network-Kanälen, der steht natürlich als Vorbild in irgendeiner Form da und macht dann ein Video, wo so einige Dinge nicht so sein sollten, wie sie dann, ja, wie sie gezeigt wurden. Das mit den 15 Bar und so weiter, das mit der Tauchtiefe, ja, alles gut. Robert hat das auch sehr schön erklärt.
Einige Dinge sind trotzdem noch so ein bisschen schwammig und ein bisschen unklar, aber ich denke, das wurde relativ gut erklärt. Nur nochmal für den lieben Fritz, er sollte natürlich nicht als Vorbildfunktion solche Dinge posten. Er hat das natürlich unwissend, denke ich mir, gemacht. Das ist einfach ein Video, wo er seine Geschichte erzählt hat und das sollte man dann auch so sehen. Und klar, bitte immer daran denken, man ist Vorbild und sollte nicht unbedingt zeigen, dass man nur noch 15 Bar in der Flasche hat und so weiter. Diese ganzen Dinge, das entspricht natürlich nicht den Standards, denn wir Lehrer, wir Tauchlehrer, wir lehren natürlich unseren Schülern andere Dinge. Und wie stehen wir denn jetzt da im Grunde genommen, wenn dann der liebe Fritz Meinecke es doch nicht so macht, wie er es gelernt hat? Was jetzt die Ausrüstung betrifft und Longhose, Shorthose, was auch immer, das ist mir im Grunde genommen vollkommen egal. Ja, muss ich da sehr ehrlich dazu sagen. Mir geht es also wirklich darum, dass wir im Grunde genommen als Tauchlehrer unsere Arbeit machen. Wir sind an Standards gebunden, egal wie dieser Tauchverband im Grunde genommen heißt. Und wir müssen nach diesen Standards arbeiten und müssen nach diesen Standards ausbilden. Und ich sage euch sehr ehrlich, ja, ich sage euch das ganz, ganz ehrlich, wenn der liebe Fritz nicht vor 2-3 Monaten sein Video gepostet hätte, hey, ich mache einen Tauchschein, ja, hätte vermutlich kein Hahn danach gekräht, wenn der Fritz mit seinem Freund Robert oder mit sonst jemand tauchen gegangen wäre. Denn jeder hätte angenommen, der Fritz Meinecke als der große Überlebensmensch hier, der Videos dreht aus aller Herren Länder dieser Erde, der hat doch einen Tauchschein. Das ist doch irgendwas, das liegt doch auf der Hand. Und da kann er doch auch irgendwo tauchen gehen, mit Haien, was auch immer. Es hätte kein Mensch danach gefragt, garantiere ich euch, wenn er nicht sein Video aus dem Dive for Life und aus dem Füllinger See gepostet hätte. Jeder hätte angenommen, hey, der Fritz hat einen Tauchschein und der taucht halt jetzt. Ne? Das ist so. Ich muss mal sehr ehrlich sein, also wenn ihr mich hier seht, klar, bin ich auch in den sozialen Netzwerken tätig. Viele Leute kennen mich natürlich und mich fragt auch keiner nach meinem Tauchschein, muss ich ganz ehrlich sein. Also, dass mich das letzte Mal einer nach meinem Tauchschein gefragt hat, ist schon länger her. Ja? Und da seht ihr, wie das da auch funktioniert. Ja? Also von daher, naja. Ne? Und wie ich eben sagte, da hätte kein Hahn danach gekräht, wenn Fritz einfach ein Tauchervideo gepostet hätte. Das hätte keiner gewusst, ist er Open Water, Advanced, was auch immer. Klar. Bedingt durch dieses Video im Dive for Life wusste natürlich jeder, dass der liebe Fritz 21 Tauchgänge hat und noch nicht übermäßig viel Erfahrung vorweisen kann. Und dann werden natürlich solche Dinge gezeigt, die werden natürlich kritisiert. Und wie ich eben schon sagte, die Tauch-Community war etwas aufgebracht. Aber geil und toll. Denn, ihr lieben Freunde, ich habe gesehen, dass ihr da seid, dass ihr aufpasst, dass ihr schaut, was passiert und ich finde es gut und denkt vielleicht das nächste Mal daran, wenn ihr mit eurem Tauchpartner tauchen geht. Ja, egal wo das ist, im See, im Meer, egal wo, denkt mal bitte darüber nach, über euer Buddy-System, das heißt also über euer Partnersystem, wie arbeitet ihr zusammen mit eurem Partner. Denkt mal darüber nach, über eure Kommunikation unter Wasser. Denkt mal darüber nach, was würde im Falle eines Notfalles passieren, wie müsstet ihr reagieren und übt diese Dinge einfach doch mal. Denn das ist das, was ich immer wieder sehe bei meinen ganzen Exkursionen und bei meinen ganzen Safaris, die ich mache, auch bei meinen Tauchgängen. Der Bodycheck wird vergessen. Gewisse Übungen werden einmal gemacht, bei den Kursen werden dann nie mehr gemacht. Also übt es doch einfach für euch selbst mit eurem Tauchpartner mal, was wäre im Falle einer Problemsituation zu tun und ihr werdet sehen, Übung macht den Meister. Noch ein anderes Ding, wo viele sich auch Gedanken drüber gemacht haben, ist das, was der Robert gesagt hat. Es ist generell so, dass der höchst zertifizierteste Taucher, egal bei welchem Tauchgang das ist, sei es eine Expedition, sei es eine Safari, sei es ein normaler Tauchgang, verantwortlich ist für seine Tauchpartner. Das ist nun mal so. Also der höchst zertifizierteste Taucher trägt die Verantwortung und der sollte natürlich auch darauf schauen, dass alles so gehandelt wird, wie es richtig ist. So, genug der vielen Worte.
Genug der Reaktion auf die Reaktion der Reaktion. Ihr Lieben, bildet euch weiter, macht geile Tauchgänge, egal von welchem Verband, mit welchem Verband, das ist vollkommen wurscht. Und ich wünsche euch wunderschöne Tauchgänge, egal wo diese sind auf der Welt, und ein sicheres Tauchen. Bis zum nächsten Mal, euer Uwe. Tschüss.